Mit der Seilbahn sind wir hinauf zum Tropischen Garten gefahren. Einer der Eingänge zum Garten liegt direkt gegenüber der Bergstation der Seilbahn. Im 18. Jahrhundert entstand hier ein Blumengarten, in dem im 19. Jahrhundert ein schlossartiges Gebäude errichtet wurde. Später wurde in dem Gebäude ein Hotel, das Monte Palace Hotel, eingerichtet. Im Jahre 1987 erwarb José Manuel Berrado dieses Gelände. Inspiriert durch seine Reisen nach Japan und China ließ er den Park so erweitern, wie wir ihn heute zu sehen bekommen. 1991 wurde der Garten nach Beendigung der vierjährigen Umbauphase eröffnet. Vom Eingangspodest müssen wir zunächst eine Treppe hinuntersteigen, um in den Park zu gelangen. Entlang einer Steilwand an der rechten Seite ist auf farbenfrohen Kachelbildern die Geschichte Portugals dargestellt. Und in einem Gebäude auf der linken Seite des Weges befindet sich eine Ausstellung von Steinfiguren aus Zimbabwe und diversen Museen. Im nächsten Gebäude stehen wir vor einer umfangreichen Mineraliensammlung. Weitere Kachelbilder säumen unseren Weg. Schauen wir doch mal eins genauer an. Was wird dort dargestellt? Im oberen Bild wird der Kampf gegen die Pest, darunter der Kampf gegen die Mauren und ganz unten die Entdeckung der Kanarischen Inseln durch die Portugiesen dargestellt. Die Pest kam 1348 nach Portugal und tötete etwa die Hälfte der Bevölkerung. 1340 kämpfte Portugal zusammen mit dem König von Kastilien gegen Sultan Abdul al-Hassan, dem maurischen Herrscher vom Königreich Granada. Und um 1330 entdeckten die Portugiesen die Kanarischen Inseln. Später besetzten die Seefahrer des Königs von Kastilien die Inseln und seitdem gehören sie zu Spanien. So viel zur Ausstellung und Geschichte. Wir gehen durch einen Wald, der auf dem Plan des Parks Laurus Silva genannt wird. Was bedeutet Laurus Silva? Die Bezeichnung kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus den Worten Laurus für Lorbeerbaum und Silva für Wald zusammen. Es ist also ein Lorbeerbaumwald, durch den wir gehen. Lorbeerbaumwälder sind auf Madeira Naturwälder und bedecken ca. 20% der Oberfläche der Insel. Sie wachsen in Höhen von 300 bis 1300 Metern. Der tropische Garten erstreckt sich über eine Fläche von 70.000 Quadratmetern. In ihm werden wir sowohl Pflanzen der einheimischen Flora wie den Lorbeerwald, durch den wir eben gegangen sind, als auch Natur und Kunst aus unterschiedlichen Kontinenten zu sehen bekommen. Im südlichen Orientgarten stehen wir jetzt vor einem Teich, in dem viele Koi-Karpfen schwimmen. Der Koi ist eine Zuchtform des Karpfens. Das Wort stammt aus dem Japanischen und ist die Kurzform des japanischen Nishikigoi, was wörtlich übersetzt Brokatkarpfen heißt. Es gibt sehr viele verschiedene Zuchtformen, die sich alle etwas unterscheiden. Charakteristisch für diesen Fisch sind die Varianten der Farbzeichnungen in unterschiedlicher Farbe und Form, sowie die zum Teil sehr ausgeprägten Barteln am Maul des Fisches. Kürzlich hatten wir in einem Bericht erfahren, dass bei der Nachtzucht nur sehr wenige Fische mit stark ausgeprägter Farbzeichnung auftreten. Das sind dann die teuersten Exemplare. Die größere Anzahl hat eine weniger ausgeprägte Musterung. Die sind erschwinglicher. Hier in diesen Teichen erblicken wir überwiegend preiswerte Exemplare. Es ist schön, dass wir durch eine Glasscheibe an der Seite des Teiches die Fische auch unter Wasser beobachten können. Thank you.
Schaut euch das an. Dort steht ein Baum, bei dem aus der Krone neue Blätter sprießen, wie wir sie von Farnen her kennen. Ja, das ist ein Baumfarn. Baumfarne wachsen überwiegend in tropischen und subtropischen Gebieten der Erde. Am südlichen Ende des Parks blicken wir auf die Strecke, auf der die Korbschlitten hinunterfahren. Und was sehen wir? Auch Autos und Motorräder fahren auf dieser Strecke. Ob die immer auf die Korbschlitten Rücksicht nehmen? Man kann es nur hoffen. Jetzt sind wir im Zentrum des Parks beim großen See angelangt. Ein Spanienpaar begrüßt uns. Ein Wasserfall, Springbrunnen und etliche Skulpturen schmücken dieses Ensemble. Auch eine Schildkröte lebt hier. Dieser Teil des Parks scheint mir in seiner Struktur aus dem 19. Jahrhundert zu stammen. Das war die Zeit, in der ein Parkbesitzer, der etwas auf sich hält, unbedingt auch eine Grotte haben muss. Hier ist die Grotte. Im Innern schmücken Heiligenfiguren und Symbole die Wände. Und in der Mitte steht ein Gerüst mit vielen Glocken.
Beim Verlassen der Höhle blicken wir auf etwas, was wie eine Bastion bestückt mit vielen Rohren aussieht. Sind das Kanonenrohre? Nein, es sind Rohre, aus denen nur Wasser herausströmt. Nebenan ist noch eine Grotte. Zwei römische oder griechische Göttinnen laden die Gäste zum Eintreten ein. Sind das vielleicht Nymphen, die rechts und links neben dem Eingang stehen? Nymphen sind geheimnisvolle Naturgeister, auf die man schon in der griechischen und römischen Mythologie trifft. Sie sind die Personifikation der Natur und ihrer Kräfte. Sie galten als wohltätige Geister der Orte wie Berge, Bäume, Wiesen oder Grotten, die sie beschützten und bewachten. Der Raum ist leer, aber er hat fließendes Wasser an den Wänden. Oberhalb des Teiches mit den Wasserfällen begegnet uns ein Pfau. Es ist ein männliches Tier mit einer langen Schleppe. Wie lang sie wohl sein mag. Bis zu 1,50 Meter können diese Oberschwanzdeckfedern lang werden. Es ist schwer abzuschätzen, wie lang die Schleppe dieses Pfaus ist. Sie scheint recht lang zu sein. Zu einem fächerförmigen Rad hat er sie leider nicht aufgestellt. Es fehlte dazu wohl der weibliche Partner, für den er diese Zierde zeigt. Schade, wir hätten das Rad gerne gesehen. Er bewegt sich mit der Schleppe doch sehr geschickt durch das Unterholz. Immer wenn nötig, hebt er sie an, um nicht hängen zu bleiben. Jetzt nähern wir uns dem Ausgang und kommen dort an den Soldaten einer Terrakotta-Armee vorbei. Sie sind kunstvoll farbig gestaltet. Ob die Terrakotta-Armee in China ursprünglich auch so farbig aussah? Forscher versuchen das zu ermitteln. So, jetzt verlassen wir nach 5 Stunden den Park. Es ist eine sehenswerte Anlage, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man nach Madeira reist. Die Seilbahn bringt uns wieder hinunter zur Talstation.